Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich wurde getaggt vom lieben Micha von Michas Filmwelt. Es geht um den großen Filmsammler-Tag, das Ganze ins Leben gerufen von der Videohütte alias dem Hermann. Eigentlich hatte ich keine Lust mehr auf diese ganzen Tag-Geschichten, aber bei diesem Tag handelt es sich um halt die Sammelleidenschaft und hat mich doch interessiert. Ich habe hier jetzt 10 Fragen, die ich mit euch einzeln durchgehe und die dann beantworte. Anschließend darf ich oder muss ich 3 weitere Leute taggen. Und ja, ich habe die ganzen Fragen hier auf meinem Handy. Ich will jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und beginnen tun wir einfach mal mit der Frage Nummer 1. Wie viele Filme besitzt du? Das kann ich euch leicht beantworten, denn ich habe hier mein Buch, wo alles drin steht. Ich habe wirklich jeden Film, den ich neu bekommen habe, nehme ich hier in meinem Buch auf. Das Ganze unterteilt in DVDs und Blu-Rays. Das muss ja schon alles seine Ordnung haben. Und ich schlage erstmal die Seite mit den Blu-Rays aus. Ja, hier, das Ganze ist ein bisschen auseinandergeflattert. Ich habe genau 315 DVDs und Blu-Rays habe ich, mal gucken, genau da. Ich habe genau 570 Blu-Rays, einige habe ich doppelt, die sind übrigens nicht mitgezählt von bestimmten Editionen, die ich gerne haben wollte, weil die mir doch sehr gut gefallen haben, so Steelbooks und so, habe ich doch den einen oder anderen doppelt gekauft und ja, die sind dann hier nicht mit drin, ich habe wirklich jeden Film nur einzeln aufgeführt und ja, 570 Blu-Rays und 315 DVDs. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Da haben wir die Frage, seit wann sammelst du? Ich sammle genau seitdem wir einen Videorekorder bekommen haben. Ich war damals zwar jung und hatte nicht so viel Geld, dass ich mir Filme kaufen konnte, habe aber viel aufgenommen aus dem Fernsehen. Und ja, damit hat das Ganze dann angefangen. Und später dann, als ich meinen ersten DVD-Player bekommen habe, war das auch noch nicht ganz so extrem, weil da habe ich immer so einmal alle drei Monate eine Blu-Ray gekauft oder irgendwie sowas, wenn nicht sogar weniger. Auf jeden Fall begonnen hat das wirklich 2005, richtig, das war noch in meiner Berufsschulzeit. Dort habe ich dann einen Mitschüler kennengelernt, der zu Hause eine riesengroße Filmsammlung hat und wir haben über Filme gesprochen, wir haben über Serien gesprochen und dann bin ich dann nach der Schule zu ihm nach Hause gegangen und wollte mir halt ein paar Filme ausleihen. Und dann, als ich in sein Zimmer gekommen bin und die ganzen Filme da gesehen habe, habe ich gedacht, wow, was für ein geiles Zimmer, was für geile Filme. Und ich so, was nehme ich mir denn jetzt? Und ich fand die Auswahl schon richtig geil und dass er so viele Filme hat und viele davon habe ich noch nicht gesehen. Ich war so richtig begeistert und er so zu mir, ja, nimm einfach, was du willst. Ich so, wie geil ist das denn? Und ja, da habe ich mir den und den und den mitgenommen und habe ich mir gedacht, ab dem Zeitpunkt, ja, oh, ich würde ganz gerne auch so eine Sammlung haben. Und dann hat es langsam nach und nach angefangen, dass ich mir dann ja Filme auf DVD dann gekauft habe und das wurde dann halt immer mehr und dann habe ich dann auf einmal YouTube entdeckt vor 2 Jahren und ja, dann habe ich die ganzen Sammlungen der anderen YouTuber, so Overviews und Unboxings und solche Sachen gesehen und dann habe ich gedacht, oh Gott, diesen Film wolltest du doch auch schon mal haben und dann sind mir ganz viele Filme wieder eingefallen, die ich schon immer haben wollte und dann habe ich die auf meine Wunschliste gepackt und dann wurde es auf einmal immer mehr, dann gab es überall Angebote und ihr seht ja jetzt, was aus meiner Sammlung geworden ist und ja, so hat das ganze Sammeln bei mir angefangen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was war dein teuerster Film? Mein teuerster Film war, wie ihr hier sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, die Amazing Spider-Man Figuren-Edition mit Elektro und Spider-Man, so ein Action. Und da drin war auch noch ein Mediabook mit dabei. Das war die teuerste Edition, die ich mir gekauft habe von einem einzelnen Film.
Es gibt auch noch mal eine Serie, die noch teurer war, und zwar war das die oder ist die Aquariumbox von Walking Dead. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, aber das war wirklich meine absolut teuerste Edition, die ich mir jemals gekauft habe. Ist zwar eine Serie, aber ich weiß nicht, ob man das gelten lassen kann. Sonst ist das die Amazing Spider-Man Collector's Edition mit Electro und Spider-Man in Action und dann noch dazu das mega coole Media-Book. Ja, das waren meine teuersten Editionen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Hast du ein spezielles Sammelgebiet? Eigentlich nicht, nee, ich sammle eigentlich alles, was mir gefällt. Ich habe gerne in meiner Sammlung so eine abwechslungsreiche Filmsammlung und sodass für jeden was dabei ist. Und ich schaue mir eigentlich alles ganz gerne an. Was ich wirklich nicht mag an Filmen, sind diese Low-Budget-Filme, diese ganzen Trash-Filme. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Oder teilweise auch Direct-to-DVD-Produktionen. Von denen lasse ich auch immer die Finger von, weil mir die Filme eigentlich zu 80% nicht gefallen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die ganz gut sind, halt diese Direct-to-DVD-Produktion. Aber die meisten sind wirklich, kann man wirklich in eine Tonne kloppen und finde ich einfach nur richtig schlecht und mir gefallen die absolut nicht. Deswegen sammle ich eigentlich hauptsächlich so bekannte, erfolgreiche Filme, die mit bekannten Schauspielern und ja, die ganzen Blockbuster halt. Ne? Das ist so mein Sammelgebiet und ab und zu finde ich auch noch ein paar Klassiker, sammle ich auch so Indiana Jones, Alien oder auch Star Wars, die finde ich noch richtig cool, aber sonst alles andere so hauptsächlich. Die auch ältere Filme, die sind nicht so meins, ganz speziell Horrorfilme, so was älter ist als aus den 90er Jahren, kann ich gar nichts mit anfangen. Und ja, vielleicht gibt es da auch ein paar Ausnahmen, aber größtenteils ist das nicht so mein Gebiet und habe auch ganz, ganz wenig von diesen Filmen in meiner Sammlung. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Ich muss wieder entsperren hier. Hast du ein Lieblingsmedium? Was kann das denn wohl sein? Natürlich Blu-ray. Also ich finde, die Blu-ray ist einfach nur grandios. Wir haben hier wirklich richtig geiles Bild und dann noch die 3D-Blu-ray, die jetzt, okay, die ist schon ein bisschen länger her, aber die bietet auch noch mal eine richtig coole Bildqualität und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als mir die Filme auf Blu-ray zu kaufen. Es gibt zwar noch hier und da ein paar Filme, die ich noch auf DVD kaufe, die es jetzt noch nicht auf Blu-ray gibt und ich die unbedingt haben will, dann kaufe ich mir die aber so ganz günstig irgendwo bei eBay für 1 € oder auf dem Flohmarkt oder irgendwie bei Rebuy ab und zu mal. Aber dann gehe ich auf Nummer sicher und guck noch mal, ob es die wirklich nicht auf Blu-ray gibt. Denn ja, wenn es die auf Blu-ray gibt, will ich die auch nicht mehr auf DVD haben. Egal, ob da jetzt die Qualität keinen Unterschied macht. Ich will Blu-ray, ich sammle hauptsächlich Blu-ray und dabei soll es bleiben. Und ja, mein Medium ist definitiv die Blu-ray. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 6. Hast du eine Lieblingsverpackung? Ja, habe ich. Und zwar mag ich die Digi-Books ganz gerne oder die Digi-Packs ganz gerne. Ich finde die einfach nur richtig cool, weil man da noch so einen coolen Schuber hat. Ab und zu sind die auch mal geprägt und man kann sie öffnen und man hat mehrere Discs da drin. Ich bevorzuge wirklich Digi-Packs. Allerdings ist das immer so, dass Digi-Packs wirklich sehr selten sind und hauptsächlich Steelbooks rauskommen und jeder zweite Film kommt im Steelbook, wie ihr sehen könnt, sammle ich auch ganz gerne Steelbooks und aber auch nur von den Filmen, die mich ja, mittlerweile kaufe ich eigentlich alles, wenn ein Steelbook rauskommt, kaufe ich mir den im Steelbook. Ich weiß auch nicht mehr. Das ist einfach nur wegen YouTube und wegen den anderen Leuten, die immer hier Steelbook da und Steelbook hier. Und klar geht es eigentlich um den Film, aber wenn einem der Film ganz gut gefällt, meistens schaue ich mir die Filme ja vorher immer im Kino an und zu 80% der Filme, die ich mir im Kino anschaue, gefallen mir dann richtig gut und dann will ich auch von diesen Filmen dann eine schöne Verpackung haben und wenn es nichts anderes gibt als ein Steelbook, dann muss das Steelbook herhalten und ja. Sonst finde ich auch Mediabooks ganz gerne. Ich habe zwar nicht so viele Mediabooks, aber der Grund,
dafür ist, dass einfach viel zu wenig Mediabooks rauskommen von Filmen, die mich interessieren. Meistens sind das so, ja, keine Ahnung, Filme, die ich irgendwie kaum kenne und die jetzt nicht so bekannt sind und daher interessieren die mich nicht und ja, das finde ich ein bisschen schade. Die können ruhig mal so Mediabooks von bekannten Filmen rausbringen, das finde ich echt cool und ja, ab und zu kommt ja auch mal ein Mediabook von irgendeinem Film, siehe da, Amazing Spider-Man 2, hätte ich nie im Leben damit gerechnet, dass der nochmal so ein Mediabook bekommt und zack, haben wir da ein Mediabook und das finde ich richtig cool. Ich finde das immer sehr interessant, dass da nochmal so ein paar Informationen zum Film, zur Entstehung und Hintergrundinformationen ist und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut und ja, das war Frage Nummer 6. Dann kommen wir zu Frage Nummer 7. Wo kaufst du Filme? In Klammern Laden. Also ich kaufe, wenn ich in den Laden gehe, dann in den bekanntesten Geschäften wie Mediamarkt, Saturn und Expert und Medimax. Allerdings kaufe ich da wirklich selten oder hauptsächlich nur, wenn die irgendwelche Angebote haben, weil ich finde die doch schon ein bisschen teuer im Gegensatz zu Amazon. Und ja, ab und zu, wenn die mal ab und zu haben die mal wirklich sehr gute Angebote und dann gehe ich da auch mal hin, wenn die mal so 3:2 oder 3:2 Aktionen haben oder so, gibt es ja auch manchmal oder Blu-Rays für 5 Euro. Hatte letztes Jahr Mediamarkt ganz viele Blu-Ray-Steelbooks für 5 Euro und da habe ich auch zugeschlagen. Und sonst kaufe ich auch immer ganz gerne bei Müller ein, weil die haben da auch ab und zu mal richtig exklusive Sachen und auch zu guten Preisen. Ab und zu haben sie wirklich sehr, sehr gute Preise hier, unser Müller. Und auch manchmal auch Uncut-Sachen finde ich auch richtig cool. Und ja, würde ich sagen, das sind so die bekanntesten Märkte, wo ich immer einkaufen gehe oder selten einkaufen gehe. Kommen wir zur Frage Nummer 8. Gucken wir mal, was haben wir da? Wo bestellst du Filme? Ganz klar Amazon. Amazon, ich liebe Amazon. Ich kaufe da schon seit 2005 und bin total zufrieden mit Amazon. Und jetzt, letztes Jahr bin ich Prime-Kunde und finde das richtig cool, dass man versandkostenfrei alles bestellen kann und dass das schon direkt am nächsten Tag da ist, wenn man bis, ich glaube, 18.30 Uhr bestellt und die haben auch wirklich die besten Preise und wenn man vorbestellt und der Preis sinkt danach, kriegt man nochmal die Differenz erstattet, finde ich auch cool und was ich auch nochmal cool finde, ist, dass bei Amazon oder als Prime-Kunde, dass man da Zugriff hat auf Amazon Instant Video, das heißt, man kann Filme live streamen, kosten los und okay, es gibt zwar ein paar Filme oder beziehungsweise neuere Filme, die muss man halt dann ausleihen beziehungsweise kaufen und ja, kostet nur 3 oder 4,99 so wie in der Videothekenpreise halt und später, wenn man ein bisschen wartet, sind die dann auch kostenlos verfügbar und das finde ich richtig cool. Serien kann man sich da auch gerne angucken, hab jetzt mit Breaking Bad angefangen, kann man sich kostenlos alle Staffeln angucken, genauso wie Dexter ist momentan Staffel 1 bis Staffel 6 kostenlos verfügbar, finde ich richtig cool und ja, also bei Amazon bestelle ich eigentlich hauptsächlich, dann bestelle ich auch nochmal bei Zehle in der Schweiz, die finde ich auch richtig cool, die haben wirklich auch ab und zu Top-Preise und liefern immer ganz schnell und haben da auch exklusive Sachen, finde ich richtig cool und ab und zu sind die Veröffentlichungen dort früher als hier, so dass man dann die Filme eher bekommt als in Deutschland und das finde ich nämlich richtig cool. Dann bestelle ich auch immer ganz gerne beim Media-Dealer, die haben auch richtig coole Preise und dort bekommt man auch ganz viele Uncut-Filme, wenn man für den FSK 18 Bereich freigeschaltet ist, hat man Zugriff auf wirklich coole Uncut-Filme und ja, also Media-Dealer, Cede und Amazon, das sind so die drei Internet-Shops, wo ich meistens bestelle. Jo, kommen wir zur nächsten Frage. Welche Frage ist denn das jetzt? Sammelst du noch was anderes? Puh, also ja, Filme. Mein Geld geht schon in meine ganzen Filme. Das ist schon schlimm genug. Wie ihr in meinen Videos schon bestimmt gesehen habt, habe ich ganz viele Filmposter hier in meinem Wohn- oder in meiner Filmecke. Und ja,
Poster sammle ich auch immer ganz gerne. Ich habe immer ganz gerne, wenn ein neuer Film rauskommt, das passende Poster parat und das hänge ich dann so dann auf, sodass das immer aktuell ist und die alten Poster hänge ich dann wieder ab. Und ja, ich würde sagen, Poster, sonst Kinokarten, genau. Kinokarten sammle ich auch. Ich gehe wirklich sehr, sehr, sehr oft ins Kino. Ich war letztes Jahr schon bestimmt so 40 Mal im Kino und habe auch ein paar Filme doppelt gesehen. Und die ganzen Eintrittskarten, die sammle ich auch immer ganz gerne. Und ja, die schmeiße ich nicht weg. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Kinokarten sammle ich auch. Und ja, das war's. Dann haben wir hier noch eine letzte Frage. Was kommt in diesem Jahr als nächstes? Gute Frage. Das Jahr hat erst begonnen. Ich weiß jetzt nicht genau, was so noch an Veröffentlichungen rauskommt. Also Ende des Monats kommt auf jeden Fall das Mediabook von Sin City 2 bei mir in die Sammlung. Und sonst habe ich jetzt bis jetzt noch keinen Plan, was so demnächst ansteht. Keine Ahnung, Dracula Untold, das Steelbook werde ich mir wahrscheinlich holen. Sonst, ich habe keine Ahnung, so an besonderen Editionen ist ja jetzt auch nicht so viel angekündigt. Und ja, abwarten, überraschen lassen. Ich entscheide das immer spontan. Und ja, dann war es das auch schon von meinem Tag-Video für heute. Jetzt darf ich drei weitere Leute taggen. Dann tagge ich einmal den Cactus Jack, dann den Pookie von Movie Hunter und den Lord Gamgangful. Ich hoffe, ihr seid alle noch nicht getaggt worden. Ich hoffe, ihr macht ein Tag-Video. Würde mich auf jeden Fall freuen und interessieren, wie eure Sammelleidenschaft so aussieht. Und ja, damit bin ich durch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch noch viel Spaß beim Filmeschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.